Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Also wenn ihr euch vorhin gewundert habt, warum so viele Menschen da sind, bin heute hier bei der Auftaktwanderung der Neanderland-Wanderwoche. Habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Und heute, wie gesagt, ist die erste Tour. Und ja, es sind ziemlich viele Leute da. Ja, wir gehen heute einen Teil der dritten Etappe des Neanderlandsteigs. Und also ich würde mal schätzen, locker 100 Leute. Schon einige. Ja, und von da kommt noch ordentlich Nachschub. Ja, und ziemlich viel Aussicht gibt es hier auch. Schon toll. Zwischendurch gibt es immer wieder wunderschöne Landschaft. Da geht der erste Teil der Gruppe. So weit sind wir schon auseinandergezogen. Also, na, ich stand jetzt nicht so da, sondern ich stand jetzt so weiter. Aber ich bin gerade so.
zwischendurch gibt es da natürlich auch mal wieder ein paar ordentliche Steigungen. Schon super Wetter heute, also wir haben es mindestens 20 Grad. Die erste Tour dieses Jahr, bei der ich komplett ohne Jacke bin, ist super. Ja, und an den Stellen, wo es dann über die Straßen geht, da sind dann hier heute tatsächlich Leute von der Straßenwacht, die immer, wenn eine Gruppe an Leuten kommt, die Straße dicht macht, sodass man da in Ruhe drüber gehen kann. Ist natürlich auch gut organisiert. Ich denke mal, das werde ich auf meiner Tour nicht haben. Naja. Jetzt sind wir am Ziel angekommen. Hier gibt es dann noch ein bisschen was zu essen und eine Hüpfburg und was zu trinken. Nach hinten gibt der Manuel Andrag noch eine Autogrammstunde. Von hier aus gibt es dann gleich einen Rücktransfer mit dem Bus. Wollen mal sehen, dass wir den nächsten kriegen. Ja, da ist dann die Autogrammstunde.